Du hast dir vor kurzem einen GoE-Charger gekauft und möchtest gewisse Grundeinstellungen ändern oder willst du herausfinden, welche Funktionen dir in der App zur Verfügung stehen, um noch komfortabler zu laden? Dann bist du hier genau richtig, denn genau das zeige ich dir heute in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von GoE. Mein Name ist Tim und in diesem Video führe ich dich durch die App, zeige dir, welche Einstellungen du vornehmen und welche Funktionen du nutzen kannst, um noch komfortabler zu laden. Bevor wir starten, solltest du wissen, dass du, um die App nutzen zu können, zuvor deinen GoE Charger in die App einbinden musst. Solltest du das noch nicht getan haben, schau dir dazu bitte das passende Video an, in dem wir dir Schritt für Schritt erklären, wie du deinen GoE Charger einbindest. Wir haben es hier oben rechts und unten in der Videobeschreibung für dich verlinkt. Für dieses Video haben wir den GoE Charger bereits in der App eingebunden, also lass uns direkt mal starten. Im ersten Schritt öffnest du die GoE Charger App. Du landest automatisch auf diesem Startbildschirm hier im Reiter Laden. Hier in der Mitte, in dem Kreis, siehst du auf den ersten Blick, ob dein Auto lädt oder nicht und mit wie viel Kilowatt geladen wird. Klickst du auf diesen Kreis, kannst du das Laden entweder starten oder stoppen. Unter dem Kreis siehst du drei runde Symbole für Modus, Strom und geplanter Ladevorgang. Wenn du auf Modus klickst, siehst du die folgenden drei Modi: Eco-Modus, geplanter Ladevorgang-Modus oder flexible Stromtarife. Eco-Modus bedeutet, dass das Laden so günstig wie möglich unter Verwendung flexibler Stromtarife, zum Beispiel Avatar, erfolgt. Der Modus wird hier allerdings lediglich aktiviert oder deaktiviert. Die Einstellungen des Modus findest du im Reiter Einstellungen unter Eco-Modus. Geplanter Ladevorgang-Modus bedeutet, dass du festlegen kannst, welche Menge an Energie bis zur nächsten geplanten Fahrt geladen werden soll. Das kann im Übrigen auch mit flexiblen Stromtarifen kombiniert werden, sodass du so kostengünstig wie möglich lädst. Der Modus wird hier allerdings lediglich aktiviert oder deaktiviert. Die Einstellungen des Modus findest du im Reiter Einstellungen bei geplanter Ladevorgang-Modus. Flexible Stromtarife richten sich nach den Strompreisen der Strombörse. Hier kannst du zum Beispiel dein Land und als Stromanbieter Avatar auswählen. Die Auswahl der Stromtarife wird durch GoE ständig erweitert. Okay, gehen wir jetzt wieder zum Startbildschirm zurück. Davor verbinden wir aber noch das E-Auto mit dem Charger. Wenn du jetzt auf das Stromsymbol klickst, kannst du sehen, wie der Ladestrom eingestellt ist und ihn gegebenenfalls ändern. Ich ändere den Ladestrom jetzt mal auf 10 Ampere. Wie du siehst, ist diese Information nun auch direkt am Startbildschirm sichtbar. Gleichzeitig solltest du jetzt am GoE Charger 10 LEDs leuchten sehen. Das dritte Symbol ist der Schnellzugriff auf die Einstellung geplanter Ladevorgang. Unter diesen drei Symbolen siehst du auch noch weitere Informationen, nämlich Status, Energie und Information. Beim Status siehst du den aktuellen Status des GoE Chargers, also ob er bereit zum Laden ist, ob er vielleicht gerade lädt oder ob der Ladevorgang abgeschlossen ist. Sollten Fehler auftreten, würdest du hier auch Fehlermeldungen sehen. Bei Energie siehst du, mit wie viel Ladeleistung dein Auto gerade geladen wird, wie viel Energie in Kilowattstunden bereits bei diesem Ladevorgang geladen wurde und den Gesamtzählerstand deines GoE Chargers. Mit einem Klick auf Verbrauch pro Nutzer siehst du die Übersicht des Verbrauchs einzelner Nutzer, wovon du maximal 10 anlegen kannst. Wenn jemand deinen GoE Charger mit einem angelernten RFID-Chip freischaltet, dann wird sein Konto belastet. Ist dein GoE Charger mit unserer Cloud verbunden, kannst du mit einem Klick auf Herunterladen diese Übersicht auch herunterladen und erhältst so umfangreiche Informationen zu einzelnen Ladevorgängen. Und unter Informationen siehst du Informationen zum Anschluss und auch zur Ladung. So kannst du zum Beispiel die Spannung überprüfen, den Ladestrom als auch die Ladeleistung der einzelnen Phasen. Die Kodierung deines Typ-2-Kabels wird hier ebenfalls angezeigt. Wenn du jetzt auf Einstellungen hier unten klickst, siehst du zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel den Strompegel. Hier können die 5 Stufen, welche per Knopfdruck direkt am GoE Charger durchgeschalten werden, überprüft oder verändert werden. Du kannst also selbst festlegen, wie viel Ampere welche Stufe haben soll und kannst das vor der Ladung selbst per Knopfdruck und ohne App festlegen. Wichtig: Der Druckknopf funktioniert nur bevor die Ladung startet. Während des Ladevorgangs wird der Knopf deaktiviert. Bitte beachte, dass du nach jeder vorgenommenen Einstellung das Speichersymbol hier oben rechts klicken musst, damit die Änderung auch gespeichert wird. Das gilt für alle Einstellungen in der App.
Eine weitere Einstellung ist das Kilowattstundenlimit. Hier kannst du festlegen, wie viel Kilowattstunden du in dein Fahrzeug laden möchtest. Der Go E-Charger unterbricht nach Erreichen des eingestellten Wertes die Ladung. Da über das Typ-2-Protokoll beim AC-Laden der Akkustand des Autos nicht an die Ladestation übermittelt wird, ermöglicht es dir, diese Funktion dennoch dein Auto auf ca. 80% Akkustand aufzuladen. Außerdem ist die Funktion interessant, wenn du auf einem Berg lebst, da dann während der Fahrt ins Tal beim Rekuperieren noch geladen werden kann. Der Eco-Modus, den ich zu Beginn bereits angesprochen habe, kennt die Preise des eingestellten Stromtarifs bereits im Voraus. Du kannst festlegen, unter welcher Preisgrenze der Charger laden soll. Liegt der Preis darüber, wird auch nicht geladen. Ich gebe jetzt einfach mal 15 Cent ein, dann würde der Charger erst laden, wenn diese Grenze unterschritten wird. In den Autoeinstellungen kannst du einige autospezifische Einstellungen festlegen, die ein reibungsloses, smartes Laden ermöglichen. Wählst du hier ein bereits hinterlegtes Auto aus, passen sich die weiteren Einstellungen automatisch an. Schauen wir uns jetzt den Ladetimer an. Hier kannst du einstellen, zu welchen Zeiten das Laden freigegeben oder gesperrt werden soll. Der Ladevorgang wird nur gestartet, sobald auch andere Funktionen wie die Zugangskontrolle und flexible Stromtarife das Laden erlauben. Der Ladevorgang wird erst eine Minute nach der eingestellten Zeit beendet. Beachte aber, dass für diesen Modus in den Zeiteinstellungen der App eine Zeit hinterlegt werden muss. Im ersten Reiter kannst du die Einstellungen für einen Wochentag vornehmen, in den anderen zwei Reitern für das Wochenende. Vergiss bitte nicht, das Speichersymbol hier oben rechts zu klicken, sobald du mit den Einstellungen fertig bist. Hast du mehrere Go E-Charger, solltest du das Lastmanagement verwenden, um eine Überlastung deines Stromanschlusses zu verhindern. Hier kannst du festlegen, dass zum Beispiel zwei gleichzeitig ladende Go E-Charger zusammen nicht mehr als insgesamt 20 Kilowatt zum Laden nutzen sollen. Du kannst die Lastmanagement-Funktion hier ganz einfach aktivieren oder deaktivieren. Damit deine Go E-Charger auch wissen, mit welchen anderen Go E-Chargern sie sich austauschen müssen, ist es notwendig, sie in dieselbe Gruppe einzubinden. Beim ersten Go E-Charger klickst du einfach auf Gruppen-ID generieren, wodurch diese automatisch für den ersten Charger generiert wird. Am besten kopierst du die generierte Gruppen-ID nun oder schreibst sie dir auf, weil du sie bei deinen weiteren Go E-Chargern eintragen musst. Hier kannst du den maximalen Gesamtstrom, welcher deinen Go E-Chargern zur Verfügung stehen soll, festlegen. Dieser hängt von der Strommenge, die dein Anschluss zur Verfügung stellen kann, ab. Beachte aber, dass du den Wert nicht zu hoch einstellst, weil du auch andere Stromverbraucher im Gebäude berücksichtigen solltest. Wenn deine Charger miteinander kommunizieren und den verfügbaren Ladestrom aufteilen, beziehen sie sich auf diesen Wert. Achte bitte darauf, dass dieser Wert bei allen Go E-Chargern an diesem Anschluss derselbe ist. Willst du die Ladepriorität für die Go E-Charger festlegen, kannst du das hier tun. Du kannst also festlegen, welcher Charger mit dem maximalen Ladestrom laden und welche langsamer laden bzw. warten sollen. Eins ist übrigens die höchste Priorität. Wenn du den Ladestrom fair aufteilen möchtest, gibst du allen Go E-Chargern einfach dieselbe Priorität. Schauen wir uns noch den Fallback-Modus an. Diese Einstellung ist wichtig, da das Lastmanagement der Go E-Charger über unsere Cloud erfolgt. Um die Cloud zu erreichen, brauchen deine Go E-Charger natürlich eine aktive Internetverbindung. Wenn die Internetverbindung plötzlich weg ist, können deine Go E-Charger nicht mehr miteinander kommunizieren. Der Fallback-Modus unterbricht in der Standardeinstellung mit einem Wert von 0 die Ladung und lässt auch keine neue Ladung zu. Wenn du möchtest, dass deine Go E-Charger trotzdem weiterladen, kannst du hier einen Ladestrom festlegen, mit welchem sie während des Ausfalls laden können. Beachte bitte, dass du pro Go E-Charger mindestens 6 Ampere benötigst, um einen Ladevorgang zu starten. Achte unbedingt darauf, dass die Summe dieser Einstellung bei allen Go E-Chargern die vorher getroffene Einstellung Gesamtstrom nicht übersteigt. Schauen wir uns jetzt noch ein paar andere Einstellungen an, um deinen Go E-Charger so gut wie möglich an deine persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Du kannst zum Beispiel den Namen des Go E-Chargers in der App anpassen. Aktuell heißt er Go E-Charger. Du könntest ihn aber zum Beispiel auch Tims Go E-Charger nennen. Zack. Ja, du kannst zudem auch die Helligkeit der LEDs am Go E-Charger anpassen. Wenn die LEDs für dich zu hell sind, reduziere hier einfach ihre Helligkeit. Willst du die LEDs nach 10 Sekunden im Standby ausschalten, kannst du das hier tun. In den Einstellungen LED-Farben kannst du die Farben je nach Status anpassen. Willst du, dass der Ladevorgang gelb visualisiert wird, dann klickst du hier
auf Laden und stellst die Farbe dementsprechend ein. Das mache ich jetzt mal für den Ladevorgang. Ja, wie du siehst, haben sich die LED-Farben am Charger nun von Blau auf Gelb geändert. In manchen Fällen ist eine Anpassung der Zeit erforderlich. Zum Beispiel, wenn du den Charger neu starten musst oder es einen Stromausfall gab. Zeiteinstellungen kannst du hier vornehmen. Eine weitere erwähnenswerte Anpassung ist die Zugriffsverwaltung. Möchtest du, dass zum Starten des Ladevorgangs eine Authentifizierung mittels RFID-Chip oder App erforderlich ist, dann kannst du das ganz einfach hier auswählen. Standardmäßig ist offen eingestellt. Das bedeutet, dass keine Authentifizierung notwendig ist, um das Laden zu starten. Wenn du den Charger außerhalb des Gebäudes montierst, möchtest du wahrscheinlich nicht, dass andere Personen an deinem Charger laden. Der RFID-Chip, der mitgeliefert wird, ist bereits angelernt. Du kannst aber auch fast jeden RFID-Chip selbst anlernen. Solltest du noch Fragen haben, dann schreib uns einfach einen Kommentar oder wende dich an den GoE-Support. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, dass dir dieses Video geholfen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Tim von GoE.